glaube, ich war schon vorher vorbereitet. Ich wusste, dass sie eine sehr gute Spielerin ist, aber es ist immer was anderes, wenn man nie gegeneinander gespielt hat, dann die Bälle zu fühlen. Und nochmal Hut ab, sie hat ein super Match gespielt. Ich habe natürlich nicht mein bestes Tennis gespielt, aber sie hat mich auch natürlich nicht dazu kommen lassen. Es hat immer was mit dem einen und dem anderen zu tun. Von daher großen Respekt an Tamira. Ja, richtig. Also es war gar nicht die körperliche Müdigkeit. Es war so mehr im Kopf, sich nochmal zu motivieren nach so einem emotionalen Höhepunkt beim Fed Cup. Wir sind aufgestiegen in die erste Weltgruppe und wir haben uns so gefreut. Dann ist das natürlich nochmal schwierig, aber mit dem Publikum im Rücken, ich glaube, in jedem anderen Land wäre es noch schwieriger gewesen. Aber so, ich habe richtig gespürt, die Leute wollten mich gewinnen sehen und dann habe ich nochmal alles gegeben. Der Peter, der kam auf den Platz und er hat nur gesagt, ich weiß, du spielst scheiße, die andere spielt unglaublich, aber das Einzige, was ich von dir sehen will, ist eine positive Einstellung. Kämpf um jeden Ball, renn zu jedem Ball hin. Wenn du dann verlierst, sagst du der anderen, Glückwunsch, du hast gut gespielt. Und das habe ich dann beherzigt und bin wirklich nochmal positiv und habe einen Kampfeswillen gezeigt und es hat sich dann auch ausgezahlt.